Willkommen und willkommen zurück. Noch einmal kam eine Frage, wie das aussieht mit den betriebswirtschaftlichen Instrumenten und der Projektarbeit, ob in der Projektarbeit unbedingt betriebswirtschaftliche Instrumente, ob das da rein muss und so weiter. Und ich will diese Frage zum Anlass nehmen, nochmal das Grundprinzip zu erklären. Fangen wir an mit der Projektarbeit. Was ist die Projektarbeit? Ich bin bei der Projektarbeit auf dem Niveau Betriebswirt IHK oder technischer Betriebswirt. Ja, davon spreche ich. So, was ist eine Projektarbeit? Nach welchem Prinzip funktioniert eine Projektarbeit? Was erwartet man von einer Projektarbeit? Das Prinzip ist ein ganz einfaches. Das Prinzip ist Problem, Lösung. So. Das ist das, was man erwartet, mal sozusagen auf den Punkt gebracht. Dieses Problem möglichst aus beruflichem Umfeld, also das ist der optimale Fall und auch der häufigste Fall, dass sich jemand ein Problem stellt aus seinem beruflichen Umfeld und dieses Problem einer Lösung zuführt. Kurz, weil ich an der Stelle gerade bin, es gibt hier ein paar Varianten. Es gibt Leute, die sagen, ich will nicht, dass überhaupt irgendjemand an meinem Arbeitsplatz und am allerwenigsten mein Chef weiß, dass ich diese Fortbildung hier mache. Deswegen kann ich nicht ein Problem nehmen aus meinem beruflichen Umfeld, weil irgendwann brauche ich Daten und dann werden sie wissen wollen, warum ich diese Daten brauche und so weiter und so weiter. So, also es gibt hier Ausweichstrategien. Man kann auch an einem Modellunternehmen arbeiten. Man kann sich ein Unternehmen backen. Man kann ein Unternehmen erfinden in Analogie vielleicht, damit es nicht so schwer ist, damit man nicht alles neu machen muss, in Analogie vielleicht zu einem Unternehmen, das man kennt. Ein Unternehmen, bei dem man früher mal gearbeitet hat. Ist alles möglich, ist alles erlaubt. Denn es geht dem Ausschuss und der Prüfungsordnung letztlich nicht darum, dass der Fall hundertprozentig authentisch ist, sondern dass derjenige in der Lage ist, ein praktisches Problem, einer Lösung zuzuführen. Ja, das ist das, was geprüft werden soll. Und da ist es egal, ob das wirklich so original im Unternehmen die Situation so ist oder ob jemand an einem Modellunternehmen arbeitet. Das nur für den Fall, dass jemand dieses Video schaut und sagt, ja, ich kann aber nicht aus meinem Umfeld, weil mein Chef darf das nicht wissen. Na, dann wissen Sie, dass Sie ausweichen können. So, das ist aber jetzt nicht Thema dieses Videos, das war ein kleiner Exkurs. Zurück zum Eigentlichen. Das Prinzip ist also, man wählt ein praktisches Problem und führt dieses praktische Problem einer Lösung zu. Und die Projektarbeit soll zeigen, dass man das kann. Und die Präsentation soll zeigen, dass man das auch verkaufen kann. Dass man das argumentieren kann. Dass man die Lösung argumentativ vertreten kann. Das sind die beiden Teile der Prüfung. Die schriftliche Arbeit soll zeigen, dass man das schriftlich bewältigen kann. Und die Präsentation, das sogenannte Fachgespräch, das sich daran anschließt, das ist dann eigentlich das wirkliche Fachgespräch, inspiriert durch die Präsentation vorher, soll zeigen, dass man erstmal das Ganze verständlich auch rüberbringen kann, so ein bisschen Präsentationstechnik auch anwenden kann und dass man seine Lösung auch argumentativ vertreten kann. Das sind also ganz einfache praktische Dinge, die jeden Tag in der Praxis auch vorkommen. So, auf dem Weg, das Thema dieses Videos heißt ja jetzt nicht, was ist die Aufgabe einer Projektarbeit, sondern Thema dieses Videos ist der Zusammenhang zwischen Projektarbeit und den betriebswirtschaftlichen Instrumenten. Grundaufgabe, also ein praktisches Problem einer Lösung zuzuführen. Damit bin ich bei diesem Pfeil hier. Das ist der Weg. Der Weg vom Problem zur Lösung. Der erstmal daraus besteht in der Regel, dass man das Problem ein bisschen unterstrukturiert. Das nennt man dann meistens Ist-Zustand.
Also der zweite Gliederungspunkt einer Projektarbeit ist oft Ist-Zustand. Ja, was ist denn dann der erste? Der erste ist Vorstellung des Unternehmens. Man muss ja dem Ausschuss, der ja später Geschäftsführung spielen soll, erstmal sagen, wo er denn jetzt Geschäftsführung spielen soll, um was es geht, welche Branche, welches Unternehmen, Mitarbeiterzahl, Umsatz, so ein paar Angaben. Das ist der erste Gliederungspunkt. Der zweite Gliederungspunkt ist oft nicht zwingend, aber oft der Ist-Zustand. Und im Ist-Zustand wird man das Problem darstellen und es gegebenenfalls auch ein bisschen unterstrukturieren. Das ist der erste Schritt zur Lösung. Ja, der erste Schritt zur Lösung ist, dass man das Problem erstmal strukturiert, damit man genau weiß, von was reden wir denn jetzt hier überhaupt. So, und dann geht man den Weg zur Lösung. Ja, sodass also der fünfte, vielleicht der fünfte oder wie auch immer, vierte, fünfte Gliederungspunkt dann heißt Sollzustand zum Beispiel. Und dann noch ein Gliederungspunkt Fazit oder Ausblick oder so etwas. Man geht also den Weg vom Problem zur Lösung. Und auf diesem Weg kommen zwangsläufig betriebswirtschaftliche Instrumente ins Spiel. Zwangsläufig. Ja, noch einmal, der zentrale Fehler ist, dass die Leute da sitzen mit einem Handwerkskasten. In diesem Handwerkskasten haben sie ihre Portfolioanalyse, ihre SWOT-Analyse, ihre ABC-Analyse, ihre Kostenvergleichsrechnung, so wie Hammer, Zange, Feile und sonst was, so wie Werkzeuge. Und dann sitzen sie da und sagen so, jetzt habe ich den Hammer, was kann ich jetzt machen? Ich muss unbedingt den Hammer anwenden. Denn es heißt ja, ich soll zeigen, dass ich betriebswirtschaftliche Instrumente beherrsche. Also der Hammer ist jetzt ein betriebswirtschaftliches Instrument, jetzt muss ich den da irgendwie da anwenden. Nein, das ist falsch. Das ist falsch gedacht. Man muss vom Problem gehen zum Handwerkskasten und nicht vom Handwerkskasten zum Problem. Das heißt, wenn man sein Problem unterstrukturiert, dann stellt man zum Beispiel fest, eine Dimension dieses Problems ist die Zeit. So, und an irgendeiner Stelle auf dem Weg zur Lösung kommen Sie dann zu Zeitplanungsinstrumenten, Gantt-Technik, Planet-Technik, Netzplantechnik, was immer, Balkentechnik, na, das ganze Zeug, diese ganzen Zeit. Management-Techniken, diese Zeitplanungstechniken, das sind betriebswirtschaftliche Instrumente, die quasi zwangsläufig auf ihrem Weg quasi von selber zu Ihnen kommen. Das Ganze ist genauso, wenn Sie Ihre Wohnung einrichten und an irgendeiner Stelle stellen Sie fest, da ist ein Bild, da ist eine Wand und Sie wollen das Bild an der Wand hängen haben bei der Einrichtung Ihrer Wohnung. Die Lösung ist hier Ihre eingerichtete Wohnung. Das Problem ist die noch nicht eingerichtete Wohnung. So, das Bild wollen Sie an dieser Stelle an der Wand haben. Jetzt gehen Sie von diesem Problem des nicht aufgehängten Bildes, gehen Sie zu Ihrem Werkzeugkasten und greifen, raten Sie mal was, Sie greifen jetzt zum Hammer und zum Nagel. Weil Sie ausgehen von einem Problem. Das heißt, das betriebswirtschaftliche Instrument kommt fast zwangsläufig auf Ihrem Weg. Wenn Sie den Weg gehen, ausgehend von einer Strukturierung und Unterstrukturierung des Problems, kommen Sie automatisch zu diesen Instrumenten. Sie kommen da fast gar nicht dran vorbei. Ja, das geht fast gar nicht, dass Sie den Weg vom Problem zur Lösung richtig gehen und dabei die betriebswirtschaftlichen Instrumente außen vor lassen, das geht im Grunde gar nicht. Also machen Sie sich bitte nicht so viel Sorgen, wie Sie jetzt den Hammer aus Ihrem Werkzeugkasten oder die Zange, wie Sie das jetzt anwenden. Denken Sie immer vom Problem ausgehend. Also Ausgangspunkt ist Ihr Problem, nicht der Hammer, nicht das Instrument, sondern das Problem ist der Ausgangspunkt. Und wenn Sie davon ausgehen und jetzt erstmal das Problem unterstrukturieren zum Beispiel, dann kommen ganz automatisch die Impulse, welches Instrument ist jetzt sinnvoll. Denn das Schlimmste, nein, nicht das Schlimmste, aber was schlimm ist, was Sie in der Projektarbeit machen können, wenn Sie richtig verreißen wollen, ist, dass Sie an irgendeiner Stelle, um jetzt zu zeigen, dass Sie auch noch mit der Feile gut umgehen können,
irgendwas feilen und es ist überhaupt nicht nötig. Der Prüfer fragt sich, was soll das jetzt hier? Warum wendet der jetzt um Himmels Willen die Feile an, wo er doch jetzt gar nicht feilen muss? Ja, und wenn man dann bohrt und fragt, war ja warum? Ja, weil ich wollte dann noch irgendwie, dass man muss doch das Instrument, man muss doch zeigen, dass man damit umgeht. Oh, nein, falsch, falsch. Oder ich wollte noch zwei Seiten mehr schreiben, weil es doch heißt, man muss irgendwie mindestens x Seiten schreiben. Wollte ich da noch zwei, oh, nein, Leute, nein, Leute. Geht vom Problem aus. Analysiert euer Problem. Geht den Weg, richtet euch aus auf die Lösung. Und auf diesem Weg kommt ihr automatisch zu den richtigen betriebswirtschaftlichen Instrumenten. Wenn ihr vom Problem ausgeht und nicht vom Instrument. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.